Okay, das ist schon schön, oder? Ja, schon. Boah, nice, eine Ananas. Eine Ananas-Torte? Eine Ananas an der Wand, wie geil. Ich dachte, das ist so eine ranzige Bumshöhle. Und ich dachte, was will ich denn in der Private Suite? Das ist gar nicht meins, aber hallöchen. Das ist mein Schlüpper. Freunde der angewandten Liebe, ich sag's euch lieber gleich, nein, das ist nicht, wonach es aussieht. Und das ist nur Massagecreme. Jetzt zur wichtigsten Frage. Mehr Druck oder mit weniger Druck? Also generell. Das war mega. Was sagst denn du so zu der Situation vorhin wegen Julia? Ich bin halt generell so ein Mensch, der halt keinen Bock auf Stress hat. Und dazu kommt halt noch, dass wir uns, also ich und sie uns eigentlich gut verstehen. So. Aber Moment, ihr versteht euch gut. Aber das ist doch Bullshit, wenn sie im Endeffekt Interesse an dir hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist eine ganz andere Hausnummer dann. Kevin ist hier auch mein Bro. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass Kevin Interesse an mir hätte, würde ich ja auch so, ne? Das wäre ja dann, das geht ja dann nicht. Ja, ich weiß. Das hat sie auch etwas geäußert, als ich hier war. So. Und dann dachte sie so, halt von dem, was sie über mich denkt, dass ich ja eigentlich so, dass ich ein cooler Typ bin, so. Meine Werte so eigentlich mit denen übereinstimmen, was sie so möchte für sich. Mhm. Und deswegen denke ich, hat sie dann auch so mich in Betracht gezogen. Mhm. Das willst du beim Thema auch nicht sagen oder schon noch morgen noch oder überlegst du auch noch? Ach, irgendwie. Also eigentlich würde ich sehr gern was sagen, aber andererseits bin ich so an dem Punkt mittlerweile, gar keinen Bock mehr, so ein Stress. Also es gibt dann keinen Stress, aber so, das ist so unnötig, weißt du? Mhm. War schön mit dir. Und ganz ehrlich, ich freue mich auch für die zwei Süßen.